So. Okay, und letzte, sehr schön. Nein, nicht schon wieder. Ich wollte gerade noch abhauen, aber nö. Er hat mich nicht gelassen. Der. Dumme Scheiße. Ey! Was soll das? Ja, komm. Ey, weh, das Zeug ist jetzt weg. Mann. Drecksding. Nee, alles noch da. Okay, ha. Schwein gehabt. Meine Güte. So. Okay. Rüstung und Schild. Wunderbar. Gold und Skulptula, auch sehr schön. Gut. Was wollte ich? Ich wollte Schild und Rüstung auswählen. Ah. Gut. Weiter im Text. Mann! Hier haben wir jetzt wieder diesen Typen gegen uns. So, und uns wurde ja gesagt, mit dem Relikt der Brunnen arbeiten. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das hier ganz gut Schaden machen wird. Hoffe ich. So. Aber er ist jetzt sehr spät in die Flammen zurückgesprungen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er das macht, wenn er eine bestimmte Menge an Schaden gefressen hat. Oder einfach nach einer bestimmten Zeit oder sowas. Keine Ahnung. Weil so springt er jetzt hier schon nach einem Schlag und einem Sprungangriff rein. Ha. Ich glaube, ich arbeite dann lieber weiter mit dem Schwert. Das empfinde ich persönlich als sinnvoller. Ja, definitiv sinnvoller. So, dann hier nochmal. Ups. Nein. Link, please. So, sehr schön. Und auch wunderschön mit dem Rückwärtssalto vor der Explosion ausgewichen. So wie es sein muss, damit das stylisch wird. Okay. So. Ab. Geh auf. Dankeschön. So, und hier will ich lang. Gut. Dann können wir hier nochmal einen vorausgesetzten Schalter eindrücken. Beziehungsweise einschlagen. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Oh, sicher hat Darunia dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei mir gut. Hilf Darunia. Toller Tipp. Wow. 10 out of 10. Would rescue again oder sowas. Hm? Naja. Wir bekommen hier auf jeden Fall erstmal den Master-Schlüssel. Was mir sehr gefallen mag. So. Okay. Und damit rennen wir jetzt einmal zum Boss. Warum? Weil wir es können. Ganz einfach. So, aber bevor ich zum Boss renne, werde ich nochmal hier rüber gehen. Da sind Feen. Die kann ich ganz gut gebrauchen gerade, um mich hochzuheilen. Volvagia ist zwar kein schwieriger Boss, aber sicher ist sicher. Lieber einmal zu viel geheilt als einmal zu wenig. Ey, Fee, komm her hier. Dankeschön. So.
Diesmal treffen wir hier auch unser Ziel. Oh, ey! Was war denn das jetzt gerade? Hat der einfach losgelassen? Naja. So. Und jetzt geht's hier rauf. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, dann wollen wir doch hier einmal auf diese Mittelplattform. Der Stein hinter uns versinkt. Da haben wir Volvagia. Subterraner Lava Drachoid Volvagia. Okay. Hi. Vom Design her einer meiner Lieblingsbosse, muss ich sagen. Sieht schon echt cool aus. So, dann wollen wir einmal mit dem Hammer raufhauen und dann einmal mit dem Schwert. So. Jedes Mal, wenn ich ihn erwischt habe, macht er selber noch eine Attacke hinterher. Da kann man sich hier wunderbar verstecken. Okay. Da er mich nicht gesehen hat, macht er hier auch gar nichts weiter. Da gibt es zwei Möglichkeiten, was er machen kann. Entweder er lässt Steine hinabregnen oder er fliegt rum und speit Feuer. Eins von beidem. Vor beidem ist man hier unten sehr gut geschützt. So, jetzt dürfte er genauso hoch wie er fliegt, dann lässt er Steine regnen. Und zwar immer dort, wo er selbst ist. Oder sie, keine Ahnung. Obwohl Vagi jetzt männlich oder weiblich ist. Aber da Volvagia auch nie aus dem über den Rand der Plattform hinausfliegt, können diese Steine mich nicht treffen, wenn ich da an der Seite hänge. Es geht einfach nicht. Okay, das war jetzt einfach nur Dummheit. Wow. So. Das war echt dumm. Naja. So, und jetzt auf der Höhe fliegt Volvagia ein bisschen rum und würde mit Feuer nach mir speien, wenn er mich sehen würde. Tut er aber nicht, von daher wird kein Feuer gespeit. Ganz einfaches Prinzip. So, da nicht. Hier? Ja, hier. Okay. Autsch. Okay, die Haare können mir also auch Schaden machen, ja? Na gut. Aber das war's dann auch schon. Okay. War ein recht kurzer Kampf, aber was soll's. Und die Sterbeanimation finde ich auch sehr schön. Weil effektiv zündet er sich versehentlich selbst an und verbrennt. Wunderschön. Gefällt mir sehr diese Animation. So, ein Herzcontainer, natürlich. So wie es sich gehört. So, und wir schweben von dannen. Guckt ein bisschen blöd. Aber die dunklen Wolken und der flammende Ring des Todes sind vom Todesberg verschwunden. Das ist immer ein gutes Zeichen beim Todesberg. Jap, jap, jap. Weil wer sich noch an das erinnert, was Impa dem Jungling erzählt hat, die Wolken um den Todesberg herum zeigen seinen Zustand an, sag ich mal.
Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen. Der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Ja, ja. So ist das. Vergiss nie. Du und ich, wir sind nun Brüder. Ja, ja. Das vergesse ich schon nicht. Was waren wir? Keine Ahnung. Egal. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das hier jetzt schon machen kann. Was man hier, oder ob man dafür noch ein anderes Item benötigt. Okay, auf jeden Fall braucht man die Vogelscheuchenpolka. Aber die habe ich. Ups. Und man muss zielen können. Hm. So. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hallöchen. Mein Freund. So. Ah. Da hinten komme ich im Leben nicht hin. Nee. Okay, da geht es aber sowieso nur um Kohle. Wie es aussieht. Also um Geld. Money. Monetas. Okay. Ab. Hier wieder zurück und hier wieder hoch. Dann ist das eine Sache für später. Ja, da ich vermute mal, dass, da komme ich dann darüber ran. Oder nee, bis jetzt muss ich mich da dann runterlassen. Schauen wir doch mal, weil hier im Vulkan gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Das wollen wir doch auch tun. So, vor allem jetzt, wo wir den Hammer haben, können wir das auch entdecken. Alles. So, weil manche Steine ließen sich ja nicht entfernen. Das geht dann aber mit dem Hammer. Zweimal raufgehauen und weg ist er. So, mal gucken, was die Dekohändler hier für mich haben. Barbaren, Bomben. Nee, weg. Weg mit dir. Ist uninteressant, was du mir verkaufen willst. So. Was hast du für mich? Pfeile. Brauche ich auch nicht. So. Und du? Letzter Versuch. Dekunüsse. So ein Schwachsinn. Würde ich sowas brauchen? Naja. Ein Bienennest. Ich will mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas Brauchbares drin ist. Nö, ein roter Rubin. Okay. Nö, 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 nö. Nichts Wichtiges. Okay, dann geht's weiter. So. Hui. Wie komme ich denn daran, bitte? Wahrscheinlich dann von da oben. Mal gucken. Schauen wir mal. Aber erstmal geht's hier lang. Und dann zerkloppen wir hier die Steine. Ab. So, gucken wir doch mal, was wir hier finden. Oh, eine Feenquelle. Sehr schön. Mal gucken, was die uns bringt.
Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Ah ja, stimmt. Das war die, die meine Magieleiste verdoppelt. Sehr gut. Sehr nützlich, das Ganze. Geheilt werde ich währenddessen natürlich auch. Nicht, dass ich jetzt irgendwie viel Leben verloren hätte, aber deine magische Kraft wurde erhöht. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Jo, danke. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ja, ja. Komm, hau ab. So, sehr schön. Endlich haben wir ordentlich viel Magie. Werden wir später auf jeden Fall noch brauchen. So, dann wollen wir den hier noch entfernen. Ab. Und einmal hier rüber springen. Und dann geht es hier hoch. Ey, hier hoch habe ich gesagt. Geh an die Leiter ran, Link. Mann. So. Okay. Ich habe ja die Vermutung, dass ich dann von hier mit dem Enterhaken, also mit der Verlängerung des Fanghakens, dann rankomme. Muss ich aber noch testen. Ich weiß es nicht genau. So, aber auf jeden Fall kommen wir hier noch rein. Und zwar kommen wir hier. Oh, wieder zu so einem Gebiet. Na gut. Was haben wir hier? Bomben. Toll. Ja, wenigstens muss ich es hier nicht bezahlen. Von daher geht das noch. So, nö. Nichts. Okay. Dann hat sich das jetzt damit auch erledigt. Und wir gehen wieder. Tschüssi, Kowski. Ihr Assis. Was für Assis? Da war niemand. Egal. Es waren trotzdem Assis, so. Da ist auch nichts. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Na, zumindest ist hier eine brüchige Wand. Ist sie kaputt? Nein? Okay, dann brauche ich wirklich eine Bombe. Ist ja gut. Ich habe es ja kapiert. Meine Güte. So. Und hier ist auch nur ein Mythenstein. Na, toll. Na gut. Dann hier einmal wieder lang. Und habe ich das richtig im Kopf? War das hier? Ja. Das heißt, hier müsste ich mich ja jetzt runterhangeln können, nicht wahr? Ganz langsam, ja. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann komme ich jetzt hier nämlich an dieses Herzteil ran. So. Hopp, 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 hopp. Okay, wunderbar. Ein Herzteil, hast du 4 Teile gesammelt, bla, weitere Energie, erweitert sich die Energieleiste, ich kenne das Spiel, aber dankeschön. So, gut. Und dann wollen wir hier wieder hoch. Und dann können wir hier auch raus, weil dann gibt es hier nichts weiter Interessantes. Frage ist jetzt nur, wo gehe ich raus? Gehe ich hier raus? Ah, da bin ich dann oben auf der Bergspitze. Ist aber uninteressant. Komme ich hier rüber? Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, komme ich. Okay. Dann gehen wir nämlich viel lieber dort unten wieder raus. Beim Grundorf. So. Also in Goronia.